Direkt am Rotobühlplatz in Stuttgart findet sich das Rudolfs. Eine gastronomische Einrichtung mit einem einzigartigen Team von Mitarbeitern. Dabei auch Johanna S., die seit früher Kindheit an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Ich habe mich versucht, damit so gut ich konnte, zu arrangieren. Habe dann auch Abitur gemacht, habe meine Ausbildung gemacht, habe 8 Jahre in meinem Beruf gearbeitet, habe dann geheiratet und Kinder bekommen. Also es hat eigentlich alles ganz gut nach außen hin geklappt, aber innerlich ging es mir oft sehr, sehr schlecht. Auch Stefan R. erkrankte psychisch und war für den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr verfügbar. Als gelernter Koch und Konditor findet er im Rudolfs aber wieder eine Beschäftigung, wo er seine Fähigkeiten einbringen kann. Besonders gut gefällt ihm hier diese abwechslungsreiche Arbeit, die Vielfalt an Essen und so und die ganzen Leute, Kollegen, ist alles okay, mir gefällt es hier ganz arg. Diese gute Atmosphäre ist dabei wohl dem Rudolf-Sophien-Stift als Träger der gastronomischen Einrichtung zu verdanken. Bei deren integrativen Konzept wird das Küchen- und Serviceteam von psychisch kranken Menschen unterstützt. Sie nehmen hier in einer beruflichen Rehabilitation teil. Mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, die hier in dem Rudolf-Sophien-Stift zusammenarbeiten, dass man denen einfach auch Stabilität gibt und dass die Leute auch merken, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet und redet, sie merken dann einfach, dass man für sie da ist. Johanna S. und Stefan R. übernehmen hier inzwischen verschiedene verantwortungsvolle Tätigkeiten. 5 Tage die Woche bei 4 bis 8 Stunden am Tag. Neben ihren täglich einzunehmenden Medikamenten und der intensiven Betreuung ist die beste Medizin für sie Struktur im Alltag und eine sinnvolle Beschäftigung. Ganz klar, ich muss unbedingt was tun, weil nur zu Hause zu sitzen, das wird mich ganz schnell in die Depression hinterführen. Einfach, ich hätte keine Aufgabe, ich würde mir überflüssig vorkommen. Ich muss und will was tun und da ist also die Arbeit hier genau die richtige. Und bin dann abends natürlich auch ganz froh, jetzt ist die Arbeit getan. Ich kann wieder in ein ruhiges Zuhause gehen, die Füße hochlegen und das passt dann ganz gut. Das Café erfreut sich inzwischen wachsender Beliebtheit und das Konzept kommt auch bei den Gästen gut an. Was ich also an Rudolfs besonders gut finde, dass eben hier Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Menschen ohne Beeinträchtigungen zusammenarbeiten. Und das läuft sehr harmonisch ab, habe ich festgestellt. Sobald jemand merkt, ach, der hat Probleme, ist sofort jemand da, sodass also gar nicht erst Panik aufkommt. Die Leute können also ein Selbstbewusstsein entwickeln und arbeiten auch gerne hier. Das merkt man ihnen an. Mit dem integrativen Café schafft man im Rudolfs eine Normalität zwischen gesunden Menschen und Menschen mit einer Beeinträchtigung. Genau das kommt in unserer Gesellschaft oft zu kurz und passiert hier ganz nebenbei, bei Kaffee, Kuchen und dem täglichen Essen.